Hey, ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Und ja, ich war eine Weile nicht da, ihr habt sicherlich gemerkt. Wer wissen möchte, was los war, kann mal auf den Community-Tab gucken. Vielen Dank jedenfalls an alle, die mir bisher die Treue gehalten haben, weiterhin und immer noch da sind. Ja, so langsam geht's wieder los. Ich fühle mich wieder nach Videos machen und ich freue mich. Und ich freue mich auch, dass wir hier mit einem ganz besonderen Teil anfangen, nämlich einem neuen Teil aus der Fears to Fathom. Reihe, also eine neue Episode aus der Fears to Fathom Reihe, jetzt habe ich's. Vielen Dank an Crank, der mir das Spiel geschenkt hat. Da konnte ich dann auch nicht Nein sagen und musste jetzt direkt loslegen, falls ihr es nicht wisst. Fears to Fathom basiert auf Geschichten, die Leute zu den Entwicklern schicken, die angeblich tatsächlich erlebt haben, und daraus wird dann ein Spiel gemacht. Meistens gibt es mehrere Enden, es gibt mehrere Wege und es gibt immer eine ganze Menge zu entdecken. Deswegen muss man immer genau hingucken. Und seit einiger Zeit, das freut mich auch, gibt es vor allem auch Deutsch in der Übersetzung. So, und ich will jetzt gar nicht großartig weiter drumherum reden, denn ihr wollt ja auch das Video sehen. Deswegen gehen wir in die Episode. Und die vierte Episode heißt Ironbark Lookout. Und es ändert einen natürlich, ne, weil hier ist so ein Turm. Und das erinnert mich stark an Firewatch. Genau. Firewatch, geniales Game, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Aber es gibt einen Re-Upload auch als Einteiler. Und das sind immer diese Aussichtstürme in den Nationalparks normalerweise, in den amerikanischen, um zum Beispiel zu gucken, ob irgendwo Feuer entstehen oder sonst irgendwie Hilfe, also quasi Nationalparkwächter. Aber ich glaube, ja, möglicherweise gibt es die auch an anderen Orten. Es gab schon mehrere Horror-Games, die auch so einen Turm hier thematisiert haben. Deswegen denke ich, werden wir eine Menge bekannte Sachen vielleicht wiedersehen. So. Okay, das waren die anderen Episoden. Home Alone, Northwood Hitchhike. Jetzt habe ich fast was anderes gesagt. Und Carson House. Auch alles sehr gute Episoden. Habe ich auch alles gespielt. Könnt ihr mal gucken. Gibt eine Playlist auf meinem Channel mit allen Fears to Fathom Folgen. Und los geht's. Fears to Fathom Episode 4. Ironbark Lookout. 12. Mai. Hey. Ich habe mitgekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears to Fathom Carson House gespielt hat. Oh, danke. Danke, dass du mir zugeschaut hast. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sonst sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Kann ja nur gut werden. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter mit einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Feuerwächter. Kilometerlange dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Verwaltung verwaltet werden, was machen Verwalter ebenso? Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Was auch immer das ist. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. WASD zum Fahren. Ach, Wohnmobil. Ach, nice. So, und immer darauf achten, was so passieren kann. Mal sehen. Roseburg. Viermals. Leertaste zum Aufstehen. Oh, wie nice. Okay, was haben wir denn hier?
Okay, ich kann eine Tasche aufnehmen. Sowas ist immer interessant hier. Wir gucken erstmal. Presidential Cliffhanger awaits floral recount. Okay, ich glaube, da geht es um Wahlen. Das ist mal ein großer Kühlschrank, ne? Für so ein Wohnmobil. Ist ein schönes Wohnmobil. Richtiges Badezimmer hier. Nicht schlecht. Krieg? Krieg? Vögel? Ich kann sogar raus. Okay. Ich muss ja zu meinem neuen Arbeitsplatz. Wahrscheinlich hier in Roseburg. Da wollen wir das jetzt auch mal machen. Ich wollte nur mal kurz, ne? Gucken, mit was wir es hier so zu tun haben. Fahren wir mal die Straße an. Escape zum Lesen von Nachrichten. Da halte ich mal eben rechts an. So. Da gucken wir mal. Oh. Da gibt es ja einige Nachrichten. Kyla Nerzen. Ist das meine Schwester? Wir müssen wieder oben anfangen. Oh mein Gott. Der neue regionale Leiter ist ein echter Arsch. Um mal ehrlich zu sein, wünsche ich manchmal, dass ich einen Job wie du in der Natur aufwachsen, ohne irgendwelche andere Personen und einfach dafür bezahlt. Ich glaube, hier fehlt wieder Text. Das ist blöd mit der Übersetzung. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kai. Um ehrlich zu sein, ich bin fertig mit diesem Job. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Wie sie gesagt, du bist immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Ironbark? Die schicken mich nach Ironbark nächsten Tag. Der bei Roseburg? Hab gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und... Ach, das ist doch kacke mit der Übersetzung. Ruf mich an. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Und? Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hat einen Platten. Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst? Das ist doch kacke. Das ist doch kacke! Ich glaube, wir müssen es nochmal starten und dann doch auf Englisch, weil so ist das kacke. So, da bin ich wieder, diesmal auf Englisch. Ich hoffe, jetzt können wir auch die gesamten Texte lesen. Wir warten mal eben, bis die Nachricht reinkommt. Ah ja. Oh, Brems! Brems! Oh Gott, ich hasse diese Autos. Erstmal das Radio ausmachen. So. Okay. Kyla. Dieser neue Manager ist so ein Arschloch. Ehrlich, manchmal wünschte ich, hätte einen Job wie du. In der Natur umhergehen, weit weg von Leuten und einfach dafür bezahlt werden, den Wind zu beobachten. Tja, ich wünschte, mein Job wäre wirklich so einfach, Kai. Kai für Kyla, okay. Ehrlich gesagt bin ich fertig mit diesem Job. Ich bin ziemlich sicher, dass ich zu dir stoßen werde in der nächsten Saison. Ich gesagt habe, du bist immer willkommen hier. Lass mich wissen, wenn du mit mir reden willst, Josh. Es ist definitiv Zeit für einen Wechsel. Apropos Wechsel. Knips, ein neues. Das sind wir dann anscheinend. Ironbark? Sie schicken mich nach Ironbark nächsten Monat. Der eine da in der Nähe von Roseburg? Ja. Ich habe gehört, es gibt größere Mitarbeiterkabinen und weniger Camper. Ruf mich an. Mit Dad. Rufe ich dich zurück. With Dad. Achso, ich bin mit Dad unterwegs. Ich werde dich zurückrufen. Wie sieht's aus? Ich bin immer noch auf dem Weg und mein Van hat sich entschlossen, einen Platten zu haben. Heute. Ganz aus dem Nichts. Den ganzen Tag. Ist es nicht zu spät? Wenn ich nicht verhungere, bevor ich ankomme, geht's mir gut. Bist du schon bei Roseburg? Nein, warum? Und dann haben wir noch Mitch. Mitch Scott. Herzlichen Glückwunsch für den Transfer. Bist du bereit für eine Veränderung? Ich komme nur zu dir, um dir zu sagen,
dass dir Turm Nummer 11 zugewiesen wurde. Willkommen im Team. Mein Name ist übrigens Mitch. Ich bin von Ironbark. Vielen Dank. Ich habe eine Menge von dir, von Josh gehört. Ich bin sehr aufgeregt, dich kennenzulernen. Hab heute meinen Ausweis bekommen. Deine Schicht startet um 12 Uhr. Nee, am 12. Klingt gut. Ich werde da sein. Irgendwas, was ich wissen muss? Ich habe deine Papiere. Bring einfach deinen Ausweis mit. Josh hat mir gesagt, dass der Job nichts Neues für dich ist. Kann ich dir einfach eine Frage stellen? Sicher. Warum hast du genau diesen Job ausgewählt? Ich bin nicht sicher, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach die Aufregung. Das bisschen davon, schätze ich. Oder das, was man eben nicht hat. Das Gegenteil davon. Es tut mir leid. Ich frage einfach nur jeden diese Frage, der bei uns arbeiten, ja, bei uns Arbeiter anfängt. Leute, die hier mitmachen, suchen nach einem Ausweg oder etwas zu entdecken. Und manchmal vergehen sie einfach ohne eine Nachricht. Ich schätze, es ist besser. Guess they're better off in a cubicle. Ich denke, es ist besser, wenn sie dann aufhören oder so. Um ehrlich zu sein, bin ich Iron Horse letztes Jahr beigetreten, ohne zu wissen, was mich erwartet. Allerdings hat das Leben mich quasi geformt. Ja. Für mich kann ich nicht in einer Stadt leben. Das hier ist das, wo ich hingehöre. Und ich bin sicher, dass ich genau zu Ironbark reinpasse oder reinpasste. Gut. Ich hoffe, du bist um einiges besser als die letzte Dame. Wo kann ich meinen Van parken? Du kommst also am Freitag an. Park deinen Truck einfach um die Ecke auf dem Schotterparkplatz bei Tor D. Okay, hab's. Und von da gehst du zu Fuß weiter. Nutze den Gold Creek Trail, also den Gold Creek Weg. Von da an sind es nur ein paar Stunden, bis du deinen Turm erreichst. Okay, hab's. Dankeschön. Möglicherweise siehst du Billy am Tor. Ich zeig ihm einfach deinen Ausweis. Okay, also auf irgendeinem Schotterparkplatz parken. Und dann zu Fuß weiter. Tor D. Mal sehen, ob wir Tor D finden. Ich weiß gar nicht, ob so Nationalparks wirklich alle komplett umzäunt sind irgendwie oder abgeschottet. Ich habe ein sehr solides Leben geführt. Es hat mir geholfen, meinen Verstand frei zu bekommen. Ach, jetzt geht das wieder so schnell durch. Jetzt läuft der Text unten wieder so schnell durch. Na gut, fahren wir erstmal weiter. Oh, ein Auto. LKW. Nur nicht dagegen fahren, sonst ist es vorbei. Hallo! So, was haben wir denn da? Steht da schon was von Rosebuck? Ironbark Park. Someone by nature gave me happiness. Achso, ich war immer gerne draußen und von der Natur umgeben zu sein, hat mich glücklich gemacht. Es fühlte mit sich an, als ob ich in den Wäldern zu Hause war. Ja, ist schon schön, ne? Schöner Himmel auf jeden Fall. Oh, guck auf die Straße. Ah, meine Schwester hat schon wieder eine Nachricht geschickt. Ich guck gleich. Fahren wir erstmal ein bisschen weiter. Ich will ja nicht ankommen. Können wir auf dem Parkplatz noch lesen. Oder? Ich bin so neugierig, aber fahren und lesen soll man ja nicht. Hier scheint irgendwie... Oh, warte mal, da ist ein Haus oder so. Hier sind mehrere Häuser. Hier halte ich mal eben an. Oh, was ist das denn? Ich erinnere mich, dass es da einen Diner gibt, während man nach Rosebrook fährt. Die haben die besten Burger in der Stadt. Du musst die ausprobieren. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit vertragen, bevor die Arbeit anfängt. Dankeschön.
Okay, das ist wohl der Diner hier, oder? Sieht so aus, ne? Gucken wir einfach mal. Ich bin neugierig. Oh, guck mal, hier können wir hier auch... Nee, da können wir nur fahren. Okay. Ich dachte, wir könnten vorne auch raus. Kann ich nur hinten raus. Ist okay für mich. So, bester Parkplatz. Hier störe ich auch keinen. Licht lasse ich einfach an. Was soll der Geiz? Oh, da komme ich gar nicht hoch. Nee, das ist aber nicht das Diner, oder? Das ist nicht das Diner. Das ist aber eine Tankstelle, also. Vielleicht muss ich doch weiter. Gott, das ist verwirrend. Warte mal, kann ich hier direkt einsteigen? Kann ich nicht. Ist aber ganz cool mit dem Wohnmobil. Fahren wir mal ein Stück weiter. Ich meine, wir müssen ja irgendwie zum Diner kommen. Boah, Autofahren, diesen Spielen war immer ein ätzend. Okay, da ist eine Tankstelle. Da ist ein Diner. Ah ja, ich habe den Diner gesehen, von dem Kyler geredet hat. Jupp. Ich sollte es einfach machen und es locker angehen. So, ich weiß nicht, was diese Linien bedeuten, aber bestimmt nicht, dass man da parken kann. Was ist denn hier jetzt über... Ach, das sind hier diese... Das sind Schatten von Vögeln, aber da sind keine Vögel. Irgendwas stimmt mit diesem Diner nicht. 24 Stunden auf. Leckeres Essen hier, okay. Für leckeres Essen bin ich tatsächlich immer zu haben. Willkommen zu Twin River Diner. Wie geht's dir heute? Gut. Wie sieht's bei dir aus? Such dir ruhig einen Sitzplatz aus, den du magst, und ich bin direkt bei dir. Alles klar, danke. Na, schmeckt's? Diner-Menü. Lass mich in Ruhe. Okay. Er will nicht gestört werden. Setz dich hin, ich bin direkt bei dir. Ist nicht ganz schön ruhig hier drin? Kannst du mir die Toilette zeigen? Oh, ist genau da hinten. Okay, danke. Ah, guck mal, Toilette. Was gibt's denn hier? Cheeseburger, Grilled Cheese Sandwich, Meatball Sub, Fries, Chicken Nuggets, Onion Rings, Soda, Coffee, Frappuccino, Strawberry Slush, Salch. Ist doch recht billig, oder? $4,90. Du siehst ein bisschen verloren aus. Ich bin nur müde. Ich fahre nur durch. Okay, was ist dein Ziel? Ich fange meinen neuen Job an. In der Nähe von dem Park. Von dem Nationalpark. Ah, das ist großartig. Ich wusste nicht, dass diese Jobs immer noch existieren. Was machen sie denn? Ich arbeite in einem Finanzzentrum. Ich bin ein Finanzanalyst für eine große Firma unten in der Stadt. Das klingt ja interessant. Magst du deinen Job? Ja, es ist anstrengend, aber ich mag es. Es hält mich beschäftigt. Das auf jeden Fall. Das ist beeindruckend. Ich glaube nicht, dass ich so einen Job machen könnte. Ist nicht für jeden was. Das steht fest, aber ich finde es sehr erfüllend. Na gut. Oh, die Musik ist aber echt... Es wechselt immer nur. Ich hätte gerne was Ruhigeres. Hey, Buddy, wie sieht's denn bei dir aus? Langer Tag des Fahrens, hä? Wo fährst du hin? Ich fahre in den Norden, um was auszuliefern. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich arbeite jetzt im Ironbark State Park.
Ah, also ist das wahr? Was sie gesagt haben, was diesen Kindern passiert ist damals. Möglicherweise. Wir können bleiben. Was? Ich muss gehen. Was ist den Kindern passiert? What the hell? Was willst du vergraben, Bro? Ist das Essen? Stört sie, wenn ich mich dazu setze? Ganz schön langer Tag für Arbeit, hä? Huh? Wie ist das Essen? Er hat mich nur angestarrt. Okay. Ziemlich langer Tag, hä? Huh? Er hat mich nur angestarrt. Kann ich mich dazu setzen? Er starrt mich einfach nur an. Na gut. Den Mann mit der Schaufel, da müssen wir aufpassen. Ah, hier kann ich mich hinsetzen. Hier kann ich mich... Okay, alles klar. Ich will aber mal eben... Auf die Toilette. Was gibt's denn hier? Ein Wischmob. Feuerlöscher. Toilette. Ich will mir einfach nur einen blasen. Das ist... Nein, erstmal hier. Oh, hier, Feuer. Ups, oh nein, ach, das tut mir aber leid. Ach, verdammt, warum sind Männer immer so? Warum ist das so? Ich weiß auch nicht. Nice build. Ich habe daneben getroffen. Naja, wenigstens Hände waschen, ne? Mhm. Und nochmal. Weil mit nassen Händen kann ich ja nicht essen. Das geht ja nicht. So, schade. Mehr gibt's ja aber nicht, scheinbar. So, kann ich mit dem Koch noch reden? Koch! Ich setze mich aber ganz hinten in die Ecke. Das ist mein Platz hier. Da kann ich alles überblicken. Obwohl besser hier hin. Ja, das ist gut. Sehr schön. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchtest du gerne bestellen? Ja. Also, was kann ich denn für dich geben? Cheeseburger with fries, also Cheeseburger mit Fritten, Grilled Cheese Sandwich with Onion Rings oder Meatball Sub with Chicken Nuggets. Ich nehme ganz klassisch den Cheeseburger. Ah, dein Burger ist der beste, unser Burger ist der beste im Westen. Würdest du gerne irgendwas trinken? Hm, Coke, Coffee, ja, Coke. Perfekt. Noch was anderes? Das ist alles, das ist es? No, that's it. Vielen Dank. Super, ich bringe dir das Essen, sobald es fertig ist. Sag mir einfach, falls du noch irgendwas anderes brauchst. Werde ich machen. Sounds good. I appreciate it. Vielen Dank dafür. Okay. Also er sitzt dann noch. Mal alle beobachten. Was macht der Typ? Der Schaufeltyp? Der schaufelt sich momentan nur das Essen rein. Der Businessman trinkt seinen Kaffee. Und der nichts sagen will... Warte mal, der hat so grüne Klamotten an. Fast so wie Leute im... im Krankenhaus, aber ich glaube, das ist nur ein Zufall. Ah, da kommt sie ja schon. Lecker. Oh, lecker. Jetzt kriege ich auch Hunger. Danke, danke. Konsumiere. Huge Swig. Drei verschiedene. Was haben wir denn da? Ketchup, Mayo und... Ich wusste nicht, wann ich das letzte Mal so eine Mahlzeit hatte. Nachricht. Hier ist noch alles normal. Okay, gucken wir mal. Hast du damit weitergemacht? Wie war's? Ich bin hier. Ich esse immer noch. Es ist so lecker. Hab ich dir auch gesagt, hehehe. Dieses Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mal dieses Kasserole-Rezept schicken, von dem wir geredet haben. Vielleicht habe ich mal eine Chance, mich selbst in der Kunst des Kochens in einem demnächst aus, ja, zu üben. Wow, ja.
Ich bin jetzt auf meinem Weg nach Hause. Ich sende es dir gleich. Kannst du den nächsten... Ja, kann ich es dir gleich zuschicken? Okay, ja gut. Pommes kann ich ja nicht essen, ne? Also die... Die Dips, meine ich. Die Dips kann ich essen. Dippt der vielleicht automatisch rein. So, er kriegt auch Durst. Was, die Dips lässt er hier? Oh, warte, ist das der Schaufelmann? Ich muss aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Warum kann ich nicht aufstehen? Der Schaufelmann ist aufs Klo gegangen. Oh. Oh, scheiße. Was stand da? Okay, I'll be right back. Achso, ich möchte bezahlen, hat sie wahrscheinlich gesagt. Der Schaufelmann ist aber ganz schön lange auf dem Klo. Ich habe jetzt Leertaste gedrückt, weil ich aufstehen wollte, habe den Text leider zu schnell durchlaufen lassen. Hoffentlich stand da nichts Wichtiges. Hier ist der Scheck. Okay, 6 Dollar, 6 Dollar und 15%, 6 Dollar und 50%. Ach komm. Ha! Oh, danke für das tolle Trinkgeld. Yeah. Er ist weg. Wo ist der? Jetzt kann ich aufstehen. Hat er irgendwas hier gelassen? Er ist einfach weg. Der Schaufelmann. Kann ich nochmal mit dir reden? Das hatten wir alles schon. Möglich? Ich kann mir nicht vorstellen, was die Eltern durchmachen mussten. Das ist der Albtraum von ihr allen Eltern. Okay, der Schaufelmann, das könnte noch interessant werden. Was ist mit dem Schaufelmann? Is it pretty quiet in here? Hm. Okay, hier gibt es nichts Neues. Schade. Oh, was liegt denn da? Ach, nur eine Karte. Und der Schaufelmann hat auch nichts irgendwie liegen lassen oder so. Oh, da ist ein Koffer. Aktenkoffer. Kann ich aber nicht nehmen. Na gut. Was war das? Ach, sind wieder die Schatten von den Vögeln, die nicht existieren. Gut, dann habe ich ja super gegessen. Was ist denn hier? Kann man aber nicht rein. Als ob es irgendwie verbunden wäre. Ach, es muss die Küche sein. Ach, da ist die hinten reingegangen. Ah, okay. Hey, da ist noch einer. Warte. Mit dem können wir bestimmt reden. Das ist aber nicht der Schaufelmann, oder? Wie ist der Burger? Dieses kleine Stückchen Himmel. Dieser Ort ist ganz schön mein Wochenendplatz. Bist du hier neu in der Gegend? Ich fahre durch. Ich bin neuer Mitarbeiter der Einbach State Park. Du hast dann sicherlich die Nachrichten gehört, oder? Was für Nachrichten? Nun, vor ein paar Wochen sind drei Kinder verschollen in dem Park. Es war überall in den Nachrichten. Was ist mit ihm passiert? Weiß keiner. Die offiziellen Nachrichten sagen, dass sie sich verlaufen haben, aber viele Menschen hier in der Gegend denken, dass etwas anderes passiert ist. Etwas anderes? Es gibt ein Gerücht, das rumgeht, dass eine Kreatur sie geschnappt hat. Eine Kreatur? Ja, du weißt schon, so wie Bigfoot oder der Goatman. Leute sagen, dass da irgendwas ist, lebt in dem Wald. Hm, glaubst du daran? Eine Menge Wanderer und Camper sind in diesem Wald verloren gegangen. Oder verschwunden. Einige von ihnen sind zurückgekommen mit Geschichten, die man nicht glauben würde. Einige von ihnen kommen niemals zurück.
rede mit der Person auf dem Parkplatz. Okay. Aber ich glaube nicht an Übernatürliches. Ich glaube, wenn, dann war es der Schaufelmann. Aber ich weiß auch nicht, wo Schaufelmann jetzt hin ist. Hier gibt es auch sonst nichts. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Ach, der Himmel ist aber schön. Oh. Gut, hinein in mein flottes Wohnmobil. Ich habe es aufgelassen. Ich muss checken, ob er nicht hier drin ist. Die Badezimmertür war seltsamerweise blockiert. Ich verstehe. Das ist aber jetzt krass. Wir waren doch schon im Badezimmer drin. Da ist nämlich der Schaufelmann hin. Soll ich den Rest des Weges fahren? Ich nehme ihn wahrscheinlich mit. Jetzt habe ich aber Angst. Oh, tut mir leid. Oh, jetzt habe ich den Satz unten nicht gelesen. Ich glaube, da stand sowas wie, ich bin weitergefahren. Ich habe irgendwas mit Drive gelesen. Okay. 8.02 Uhr abends. Ist die Tür immer noch blockiert? Oh, das mag ich ja überhaupt nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die Tür aufgelassen habe, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ja gut. Was haben wir schon für eine Wahl? Es lag auf der Straße. Ich suchte den Weg in den Park. Aber ich wollte nicht diese Horror suchen, der ich in diesem Wald gefunden habe. Das hier scheint das Tor, der Tor zu sein, oder? Das ist zumindest ein Schotterparkplatz. Halten wir einfach mal hier. Ich nehme jetzt mal die Tasche und lege sie ihm hier in den Weg. So, und dann gucken wir mal, wo die gleich ist. Und ich mache auf jeden Fall hier zu. So, ich glaube, hier sind wir aber richtig, oder? Da ist zumindest so ein Turm, aber ich weiß nicht, ob es der Turm ist. Ich glaube nicht. Do not enter. Ah ja, da ist das Tor. Einbach State Park. Gate D. Da müssen wir nicht weiterfahren, sondern da können wir rein. Ich parke jetzt einfach da. Er sagte doch, ich soll zum Tor. Und soll meinen Ausweis vorzeigen. Hallo? Oh mein Gott. Holy moly, hast du mir Angst eingejagt. Ich dachte, du wärst einer von denen. Du hast mir Angst eingelegt. Einer von wem? Ach, möge der Herr Gnade haben. Hm. Wie auch immer. Kann ich deinen Ausweis bitte sehen? Oh, ich bin kein Camper. Oh, du bist Billy, richtig? Hm. Ich bin der neue Firewatcher. Fire aus. Oh, da hinten ist einer. Da! Da ist er! Da war er! Der Schaufelmann! Ist das korrekt? Ich wusste nicht, dass wir in dieser Saison noch jemanden einstellen. Warte mal, lass mich eben das überprüfen. Der ist hier hinten rumgerannt. Der ist hier hinten durchgegangen. Ja, ja. Okay, du hast recht.
Du darfst durchgehen. Du bist dem Turm Nummer 11 zugewiesen. Ich entschuldige mich für die Verwirrung. Ich war noch, hatte noch den Eindruck, dass der Turm dieses Mal für diese Saison hier nicht besetzt ist. Aber hier sind deine Schlüssel. Schlüssel nehmen. Lass mich eben das Tor öffnen für dich. Tower Key. Jetzt muss ich aber nochmal zu meinem Wohnmobil zurück und muss gucken, ob die Tür wieder auf ist und ob ich jetzt ins Badezimmer reinkomme. Dann ist er nämlich mitgekommen. Okay, die Tür ist zu. Das Ding steht da noch. Ist immer noch jammed. Okay. Darf ich den jetzt mit meinem Wohnmobil dahin fahren? Ich versuch's einfach mal, oder? Why not? Warum kommt er mir hinterher, Digga? Oh. Weil du so... Okay, warte mal. Das ist jetzt... Ich soll eine Taschenlampe nehmen. Sei vorsichtig. Take Flashlight. Ah, weil ich so spät angekommen bin, soll ich eine Taschenlampe mitnehmen. Willkommen in Einbark, Kumpel. Na, und zu deiner Information, wenn du zu deinem Turm gehst, sei sicher, dass du dir zuerst einen Wetterreport von unserem System ansiehst, dass wir wissen, dass du dich sicher einloggen kannst, einstempeln kannst. Falls du es musst, kannst du dich mit Turm Nummer 12 in Verbindung setzen, während du... Ja, während du ja hier jetzt angelernt wirst. Nice enough guy. Ist auch ein netter Typ oder sowas. Er wird dein nächster Kontakt sein im Fall eines Notfalls. Danke, Billy. Hab einen schönen Tag. Okay. Hm? Hey. Nur ein Hinweis. Reisen nicht viel weiter als eine halbe Meile. Oder so nördlich von deinem Teuer. Warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Bobcats and Bears. Also, weiß ich, was Bobcats sind. Wahrscheinlich hier diese Dings, Katzen, Tiger und Bären. Mhm. Schlimmer Kontakt. Schlimme... Ja, okay. Bis dann. Ich dachte, er wollte mir Angst machen, aber er hat wirklich ernsthaft geguckt. Okay. Kann ich jetzt trotzdem fahren? Ach so, ich kann nicht mit der Tür fahren. Kann ich jetzt da reinfahren? Ich hoffe, ich überfahre ihn jetzt nicht. Ich habe mein Wohnmobil auf den Fußweg gefahren. Ah ja, okay. Ich sollte von hier zu Fuß gehen. Ah, okay, schade. Dann parke ich ihn ganz brav, wie gesagt, hier auf dem... Oh. Auf dem Schotterparkplatz. Dann machen wir das doch. Schade. Okay, wir müssen zu Fuß gehen. Keine Chance, hier irgendwie weiterzukommen. Da lang. Okay, Tower Key haben wir auch noch. Der dreht sich da oben schön im Kreis. Warte, ich gehe nochmal einmal. Kann ich hier nochmal rein? So, Kumpel. Das sind wohl die drei vermissten Kinder, schätze ich mal. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir den Schaufelmann nicht wiedersehen. Fußweg.
Keine Fahrräder, nur Pferde. Bleib auf dem Pfad. Ich habe meine Tasche vergessen. Alles klar. Kriegst ja auch nichts geschenkt, du. Nichts kriegst du hier geschenkt. Fuck, wo ist meine Tasche? Habe ich sie nicht hier hingeschmissen? Da ist sie. Alles klar. Das Spiel will einen halt einfach ärgern. Warte mal, da steht auch noch was. Sind das die drei vermissten Kinder? Britney Spears. Ach Gott, ey. Sanita Williams und Hugh Jackman. Nicht Hugh Jackman. Müll nicht wegwerfen, bitte auf dem Pfad bleiben. Alkoholischer Genuss verboten. Alles klar, machen wir uns mal auf den Weg. Uhr 32 abends, nachts. Es war ein langer Weg und mir wurde so langsam kalt oder so. Stand da. Turm Nummer 11. Frequenz 155,925. Tower 11. Na, schön. Na, mal sehen. Also ich glaube nicht an einen Goatman oder sowas in der Art. Ich glaube, es ist der Schaufelman. Da kann man nichts machen. Okay. Einbark Tower. Lazy Trail. Gold Creek Trail. Ich will nur mal gucken. Bären. Okay. Ja, gut, machen wir nicht. Gehen erstmal in unseren Turm. Eventuell wird es ja noch eine zweite Folge geben, wo ich das eine oder andere ausprobieren könnte. Die erste Folge machen wir aber immer so durch. Aber vielleicht sehen wir auch schon alles. Stell dir vor, du bist hier für eine Woche alleine. Ist nicht für jeden was. Aber ich hatte immer, ja, ich hatte immer was für das Draußensein. Okay, hier ist unser Klo. Sieht gut aus. Klopapier ist auch da. Generator, okay. Utility Shack, ah ja. Kleiner Schuppen mit Werkzeugen. Da geht auch ein Kabel irgendwie hoch. Wohin geht das? Ah, kann ich nicht sehen. Hier ist auch noch irgendein Generator. Bisschen Holz. Meine Hände sind voll. Okay, was ist das? Ein Deckel oder so. Okay, ein paar Sachen. Da ist auch noch eine Taschenlampe, ein Fernglas. Könnte sicherlich nützlich sein, das Fernglas. Ich gehe erstmal hoch. Thank you.
sicherlich nützlich, eine Taschenlampe oben zu lassen. Ah, da ist der andere Turm. Wenn du einmal oben bist, ist der Tower der Job. Such nach Feuern und anderen Sachen. Machen wir erstmal alle Fenster auf hier. Für einen schönen Rundumblick. Alles klar. Ich habe vergessen, den Generator anzumachen. Dein Scheiß Ernst? Ich werde endlich in meinem neuen Zuhause für die nächsten paar Monate. So. Okay, wir haben Radio. Ah, da ist auch ein Fernglas. Ein Kompass. Ein Windmesser. Funkgerät. PC. Bett. Wecker. Und ein Ofen mit Streichhölzern. Gut. Da müssen wir nochmal runter. Denke mal, diesen Generator müssen wir anmachen. Gut, gut. Jetzt können wir hier von... Ah, hier, guck mal, hier gibt's auf jeden Fall Benzin noch für den Generator. Streichhölzer, Taschenlampe, Fernglas. Oh, Bär, okay. Bärenspray. Lass ich erstmal hier. Wenn wir den Bärenpfad entlang gehen müssen, wird das sicherlich gut, dieses Bärenspray mitzunehmen. Aber ich gehe erstmal hoch. Mal sehen, was wir so erleben. Home sweet home. Ach, hier ist auch noch Benzin. Alles klar. Noch mehr Bärenspray. Alles klar. Radio equipment was sitting on a wooden table. Okay, also Funkgerät stand auf einem Holztisch. Rauschen. Redos. Ah ja. Starte Rainbow 98. Sehr schön. User Tower 11. Passwort? Tja, keine Ahnung. Check the Ironbark Roots Flyer. Okay. Ironbark Fire Departments. Ah, hier. All lookouts must follow these rules while copying this tower. Occupying. Also, alle Beobachter müssen diese Regeln folgen, während sie diesen Tower besetzen. Nach 12 Uhr Lichter aus. Versorgungslieferungen werden jeden Sonntag ausgeliefert. Keine Gäste im Aussichtsturm. Das Systempasswort ist Ironbark und dann die Towernummer. Also Ironbark 11. Okay. Regelmäßig den Generator nachfüllen. Die Reporting-Software regelmäßig updaten. Keine Videospiele im System. Erinnere dann, deine Schwesterstation anzurufen, bevor du schlafen gehst. Okay. Osborne Firefinder. It's like a giant compass size of a pizza. Okay. Ein großer Kompass. Wie soll das funktionieren? Sagt er ein weißer Punkt? Ist da, wo das Feuer ist? Okay.
Iron Bark 11. Ah, sieht gut aus. Ah ja. Hallo, ich bin Smiley, dein vertrauenswürdiger virtueller Assistent. Ich bin hier, dir zu helfen und das meiste aus deinem Computer rauszuholen. Klicke die Klick-Klick. Hier ist ein zufälliger Fakt für dich. Antibiotika ist the windiest continent. Ach, Antarktika ist der windigste Kontinent auf der Erde. Mit einigen Küstengegenden werden Windstärken in der Höhe von bis zu 200 Meilen pro Stunde erreicht. Okay, alles klar. Irgendwas da drin? Flash Drive Media. Oh, da ist ein Flash Drive drin. Employee Training. Welcome to Iron Bark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say congratulations! You have been commissioned by the Iron Bark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we have been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. You have been selected as one of our Fire Lookout Observers. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Fire isn't going to be noticeable all of the time, so also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit. Keep records of daily wind speed. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Make sure to note whether the person is a threat. If you're worried about your safety, do not hesitate to dial 911. Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to uphold. Now that you know most of the duties that a fire lookout has, you're ready to start. We hope that you have a great season out there on the tower. Try not to damage any of the equipment. And remember, if you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. Okay. Unser Hauptjob. Das Training angucken. Unser Hauptjob ist es also, Temperaturen aufzuschreiben, Windstärken aufzumessen und aufzuschreiben und nach Feuern Ausschau zu halten. Dabei gucken, die Farbe des Rauches ist wichtig, dann sollen wir den Park sauber halten, also Müll aufheben. Wir sollen Camper davon abhalten, in Bereichen zu campen, wo es nicht erlaubt ist zu campen. Und wenn wir irgendwie in Gefahr kommen, sollen wir 911 rufen. Okay. Was ist denn hier auf dem Flash Drive Media? Caps.
Die Videos wirken irgendwie so AI-generiert. Ich weiß auch nicht. Ron Ross. Hi, everyone. I'm Ron Ross. And I'm here to paint with you. Today, I got some cool paint. This is something called testicular green. It reminds me of my wife. I love my wife. Anyways, a little water there. Time to switch brushes. Oops, that's the wrong brush. That's my needle. I'll save that for later. There it is, the basting brush. This brush is really great for painting in those details. I think I'll put a little tree here. This is where I buried the bodies. You know what would look good here? A nice, happy cabin right there. Reminds me of when I had an affair with my wife, with a squirrel. Enough about me. Let's read some fan mail sent in by you guys. Eviction notice. Forget the fan mail. We'll be right back after this commercial break. Ist total krank alles. Plant Interview. And we are back. So how do you feel about being a plant? Do you moisturize? Hey, that's Chuck. Fascinating. What do you do for a living? Uh-huh. Yeah. How does that work? Wow. Everyone's been wondering, how's the marriage with the wife? Sir. Sir, there's no need for that language. Sir, calm down. What did you just say? Nobody talks to me like that on my show. What the f*** did you just say? Get over here, you piece of shit. Alles klar. Okay, einfach nur irgendwelche dummen Videos. Ich will kein Random Fact mehr. Überraschung, du hast mich gefunden. Wie kann ich dir heute helfen? Honig schimmelt niemals. Archäologen haben Honigtöpfe gefunden in antiken ägyptischen Gräbern, die 3000 Jahre alt sind und immer noch perfekt essbar. Ironbark Trail Map. Naja. Das ist die Ironbark State Park Trail Map. Wenn du auch immer planst, eine Wanderung zu führen und Wanderer unterstützen möchtest oder einfach die Schönheit des Parks untersuchen möchtest aus der Komfortzone deines Bildschirms, dann bin ich hier, dir zu helfen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Gold Creek Trail. Wir müssten hier irgendwo da sein. Old Radio Tower. Tower. Wahrscheinlich hier in der Mitte, ne? Da sind wir wahrscheinlich, ne? Gold Lake. Okay. Plague Exe Konsole. Rainbow OS Konsole. Type help to see command list. Okay. Ich kann nicht typen. Ach doch, da. Okay. Checks available system update. Checks for current version. Install system update. Package code. Close the console. Okay. Check there. 204. Okay. Check. Update. Wir sollen es ja immer aktuell heißen. No system update available. Check that later. Okay. Exit. Dann machen wir es mal später. Und jetzt haben wir hier noch ein Spiel. Sieht so aus, als ob du ein paar Zombies aufmischen willst. Viel Spaß und Ziel auf den Kopf. Headshot. Okay. Shock.
Ich liebe diese Minispiele. Hoch. Wenigstens habe ich unlimited Munition. Wo sind sie denn alle? Keiner mehr da? Ja, Hilfe. Ich will hier einfach nur raus. Na also. Wow. Meine Nase juckt die ganze Zeit, aber ich kann nicht aufhören zu spielen. Ja, wo sind sie denn? Ha? Jetzt aber. Warum juckt die Nase? Ich dachte, das Fass explodiert. Mehr als 500 Punkte erreichen, yeah! Kann man dieses Spiel durchspielen? Kann man nicht. Ha? Ha? Der ist aber gefährlich hier. Ah, ich bin gleich tot. Ah. Score 600. Na gut. Service Report. Willkommen zum State of the Art. Oh. Okay, Rausche? Immer noch Rauschen? New guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? Hey Neuer, ich habe deinen Namen noch nicht gehört. Wie heißt du nochmal? Ich bin Jack. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. Ich habe gesehen, dass dein Licht an ist. Ich muss schon sagen, es ist erfrischend, dass Tower 11 wieder am Leben ist. Wer ist denn da? I'm Connor, Fire Tower 12. Ich bin's, Connor, Feuerturm Nummer 12. Beobachtest du mich? Ist das nicht mein Job? Ich musste auch deinen Bereich überwachen, bis du ankommst. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Wie auch immer, was bringt dich denn zu diesem Turmparadies, da in dem wir leben?
Suche einfach nach einem Wechsel oder ich bin wirklich müde. Na, ich suche nach einem Wechsel. Ich wurde von Ironhorse transferiert. Ah, ein erfahrener Kamerad. Ich kann sehen, warum Mitch dich ausgewählt hat. Ich bin wirklich müde. Hast du schon ein Feuer an? Nein. Okay. Mach das Feuer an. Die Temperatur wird bald absinken. Du willst nicht da sitzen und während des Sturms und frieren. Okay, danke. Okay. Dann müssen wir wohl... Es war kein Holz da. Okay, wir sehen noch keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Der Holzofen sollte um die Ecke sein. Mach ihn an. Ja, alles klar. Ich muss ja erst Holz holen. Connor was on the radio line. Okay, Connor war noch am Radio. Funkgerät. Da ist kein Holz. Ist kein Holz da? Es muss doch genug da oben in der Hütte sein. Das ist alles, was Harley getan hat. Harley? Der hier vorher in dem Turm gearbeitet hat. Ach, sie war eine gritty woman. Gritty, weiß ich nicht. Wie auch immer, du solltest besser das Feuer anmachen. Du willst nicht den Sturm aussetzen. Okay. Benzin sollte in deiner Hütte sein, aber wenn nicht, kannst du es auch im Vorratshütte sein. In der Vorratshütte. Alles klar. Da ist auch Holz. Da ist alles. Ich hoffe, jetzt kann ich Holz holen. Tick. Achso, Gasoline ist hier für den Generateur. Vielleicht sollte ich schon mal auffüllen. Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Vielleicht sollte ich ein bisschen was davon hochholen. Einfach, dass ich da habe, oder? Fireman. Ich hole mir noch mehr Fireman. Einmal gehe ich noch. Erwischt. Oder nicht? So, wir haben es gleich. Ah, immer passiert mir das. Zack. Ah. Oh nein. Nein. Das funktioniert bestimmt. Need gasoline. Ernsthaft? Ob das jetzt so schlau ist? Alles klar. Gut. Ich sehe Rauch. Sehr gut. Nice to see Tower 11 alive again. Schön, dass Tower 11 wieder am Leben ist. Hast du schon die Nacht berichtet? Hast du schon einen Bericht geschrieben? Lass ich mal alles hier. So, müssen wir wahrscheinlich gleich einen Bericht. Nee, lass mich das machen.
Okay. Hier in Allenbach musst du das ist verpflichtet, jeden Abend, ja, jede Nacht, bevor du dich abmeldest, einen Report auszufüllen. Du willst auch Mitch nicht in der ersten Nacht schon enttäuschen. Ja, okay. Alles klar. Report. A temperature. Okay. Ich brauche... Ah ja, da. Also Temperature ist 45,4 Fahrenheit. Und der Wind ist 19 Knoten. Alles klar. Weather Condition. Ja, lass mal kurz gucken. Ich würde mal sagen, bewölkt. Ja, ein bisschen bewölkt. Okay. Oh Gott, ich muss die Tür zumachen. Was haben wir denn hier? Cloud, Nebel, Clear, Wind, Rain, Hitzewelle, Blizzard, Thunderstorm. Ich würde sagen Cloud. Number of Hikers Assisted. Keine. Report by... Wie heiße ich denn? Nochmal. Nico! Something didn't look right. 45 Punkt. Ich kann nur Komma sagen. Keine. Number of Hikers Assisted. Can't be empty. Warum sieht denn was nicht richtig aus? Warum muss ich da meinen Namen eintragen? Wie heiße ich denn nochmal? Ich weiß nicht, wie ich heiße. No Service. Na toll. Ah, da. Jack Nelson. Jack. Jack Nelson. Irgendwas sieht nicht richtig aus. Can't be empty. Warum sieht das nicht richtig aus? Na klar. Cloud. 19 Knoten. 45. Fahrenheit. Muss ich nochmal rausgehen? Also keine Ahnung, was jetzt hier falsch sein soll. 19 Knoten. 45,5 Fahrenheit. Keine Ahnung, was der hat. Wind. Rain. Stell ihn das Komma. Doch 45,5 oder nicht? 45,4. Ah, 45,4.
Weiß nicht, ob ich das richtige Wetterei getragen habe. Keine Ahnung. Clear? Ah ja, okay. Alles klar. Copy, new guy? Bist du da, Neuer? Genau hier. Tower F, copy. Ich denke, ich werde heute mich ausloggen für den Tag. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Tower 12 loggt sich aus. Hab eine gute Nacht, Neuer. Don't let the bedbugs bite. Lass dich nicht von den Bettläusen beißen. Haha, good night, Connor. Wir reden morgen. Okay, ich habe gespielt. Ich habe das Feuer an. Licht aus. Ich muss immer draußen die Dinger zumachen, bevor ich schlafen gehe. Okay, das dann. Wenn das so ist, dann ist das wohl so. Das Fensterchen ist noch auf, ne? Das können wir auch nicht zumachen. Okay, Licht aus. Schlafen. 3.26 Uhr morgens. Unverständlich. 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 Space aufstehen. Ich musste pinkeln. Ich guck erstmal, was der hier sagt. Connor? Okay. Da ist meine Taschenlampe. Sollten wir mitnehmen. In meiner ersten Nacht, als ich aus der Hütte gegangen bin, hatte ich ein seltsames Gefühl. Ganz alleine hier draußen zu sein, war ziemlich, ja, ziemlich unangenehm. Space to pee, alles klar. Was, soll ich jetzt hier runterpinkeln oder was? Left mouse button to pee. Okay. Da hinten steht einer. Da steht einer. Seht ihr es? Schräg links in die Richtung. Und er beobachtet mich. Da. Da steht er immer noch. Aber ich kann ja nicht runter, oder? Ich kann nicht runter. Okay. Werwölfe! Hallo? Ja, was denn? Er macht sich auf jeden Fall aufmerksam. Sehen wir sonst noch irgendwas? Irgendjemand? Da ist dieser See, dieser Gold Lake oder sowas. Aber warum will er, dass ich ihn sehe? Okay, ich gehe jetzt mal wieder rein. Oh, stopp. Lege ich die mal wieder da hin. Kann man eben gucken, ob es ein Update gibt. Check. Wer? Check. Update. No update. Okay,
Okay, keiner da. Ich schätze, wir müssen dann weiter schlafen, hä? Nacht 2, okay? Ah, Red Mouse Boss zu trinken. Nur ich und der Wind und die Zeit. Ja, ist schön hier. Left mouse button to take a photo. Scroll to zoom. Was werden wir hier sehen? Würde mich nicht wundern, wenn wir hier irgendwo irgendwas sehen. Aber ich sehe nichts. Ey, Vögel sind schön hier, komm so. Space, um aufzustehen. Weg damit. Hui! Ich hab's den Turm runtergeworfen. New guy, you copy? Hey, Neuer, bist du da? Hier ist Connor von Turm 12. Bist du da? Tower 11, do you copy? Tower 11, bist du da? Ich bin da. Bestätige, Connor. Was geht? Son of a bitch. Arschloch. Entschuldigung? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Keiner zögert, eine Camping-Erlaubnis diese Zeiten wieder zu bekommen. Siehst du den Rauch nördlich von deiner Position? Lass mich sehen, kurz sehen. Nördlich, nördlich, nördlich. In die Richtung. Ah ja, ich sehe ihn, ja? Ich guck mal eben hier. Right mod bus to use. Ah ja, ja, ich sehe ihn. Verdammte Scheiße, alles klar. Du musst bestätigen. Siehst du den Rauch im Norden? Ja. Muss mal eben, ich habe hier meinen ganzen Scheiß hingeschmissen, müssen wieder hier sammeln. Ja, ich sehe es. Er scheint in dem Lazy Trail Bereich, der nicht ein registrierter Campingplatz ist. Leute wie diese zögern auch nicht, hinterher wieder sauber zu machen oder aufzuräumen. Und das Risiko für ein Feuer ist sehr hoch in dieser Saison. Willst du vielleicht mal nachgucken? Okay, ich gehe nach Norden. Ich werde mich zurückmelden. Ja, hast du noch weitere Details? No additional information at the moment. Just follow Lazy Trail. Keep an eye out for any signs of a campfire or any potential hazards along the way. Okay. Keine weiteren Informationen, folge einfach den Lazy Trail, also Pfad, und halt die Augen auf für irgendwelche Zeichen eines Lagerfeuers oder potenzielle Gefahren auf dem Weg. Okay, ich gehe nach Norden. Bleib sicher. Okay, vergiss nicht dein Bärenspray mitzunehmen. Over and out. Bärenspray. Kompass sollte ich vielleicht auch mitnehmen, damit ich weiß, wo Norden ist, und mein Bärenspray. My hands were full.
Dann halt nur das Bärenspray. Warte mal, Taschenlampe könnte ich noch mitnehmen. Alles klar. F for use. Alles klar. Let's go. Nördlich. Lazy Trail. Nördlich. Ich bin so im Arsch. Ich brauche nochmal den Kompass, warte. Ah, ich hätte auch einfach das Zeug hier unten mitnehmen können. Hier ist noch ein Kompass. Ah, in die Richtung. Okay, in die Richtung, alles klar. Zack, in die Richtung, hier. Wahrscheinlich der hier, ne? Ah, da unten. Gold Creek Trail, Lazy Trail. Achtung, Bären! Hoffen wir mal, dass wir keinem Bären begegnen. 8.37 Uhr abends. Natürlich muss ich abends in diese Wälder. Ich bin dem Weg gefolgt, der mich zum Rauch brachte. Ein Schrei! Kein Camping erlaubt. Oh, drei Aufgehängte. She gives the best hat. I love Jen. Ah. Wer hat denn da geschrien? Hallo? Oh, ganz viele Nachrichten. Sorry, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Das ist das Rezept. Du wirst nicht glauben, wie einfach es ist, das zusammenzuschmeißen. Bist du schon angekommen? Sind im Bilder, wenn du da bist. Jack, bist du okay? Ich hoffe, alles ist okay. Schreib zurück, wenn du das hier siehst. Es tut mir leid. Ich glaube, in meinem Sektor gibt es keinen guten Handyempfang. Das ist die Sicht von meinem Turm. Und danke für das Rezept. Ich werde es heute Abend vielleicht ausprobieren. Okay, das ist alles. Klaus' Tower, Tower 11, Frequenz. Hallo? Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt gleich den Jumpscare unseres Lebens kriegen. Da war einer. Emergency Closer. Pfad ist geschlossen. Da war auf jeden Fall einer im Dingens. Komplett zu alles. Das ist ein kleines Kanu oder so. Okay. Ein Funkgerät. Ein Messer, ein Fernglas. Ich muss es ausmachen. Mal, muss ich das erstmal wegschmeißen? Kann ich denn was anderes hier nehmen? Boah, wahrscheinlich ein Eimer Wasser oder sowas. Ein Seil. Das ist bestimmt das ist bestimmt der Schaufelmann, ey. Ach, hier ist ein Eimer. Alles klar.
Alles klar. Feuer ist aus. Das war's, oder? Nichts wie weg? Steht er da hinten? Nee. Ich glaube, ich hau da mal ab. Ich höre auf jeden Fall was in dem... Oh, 9.07 Uhr abends. Ich habe auf jeden Fall was in dem Gebüsch gehört. Ich bin zurückgewandert zu meinem Turm durch die Dunkelheit. Ich konnte nicht den Gedanken abschütteln, dass irgendwas schrecklich schiefgelaufen ist. Mein Verstand konnte mir nicht helfen, aber ich glaube, das ist, was passiert ist. Oh nein! Nein! Oh gut. Oh gut. Doch nicht abgestürzt. Alles gut. Hoffentlich war es nicht nur Ablenkung. Ich glaube ja, dass sich einer im Klo versteckt. Okay, safe. Hier pfeift wieder einer. Er pfeift wieder. Er ist in der Nähe. Ich hoffe, Lisa ist er nicht oben. Kann ich diesen Weg hier weitergehen? Nicht weitergehen. Ich kann nicht in den Wald. Oh, das ist so creepy. Als ob er hinter der Hütte steht. Na gut. Ich geh erstmal hoch. Ich sehe nicht. Überhaupt nicht in diesen Scheißwäldern. Okay. So. Ich musste Connor Bescheid sagen von dem Camper, der da illegal war. Das, nee, stopp, das kommt wieder hier hin. Okay. Und die tue ich, nein, stopp, die tue ich wieder hier hin. Nee, ich wollte nicht einen Computer. Connor, bist du da? Hey, Connor, bist du da? Loud and clear, new guy. I was just cooking myself some hot... Well, first, what's your status? Laut und klar, Neuer. Ich habe mir gerade was Leckeres, Heißes... Oh, zuerst, was ist dein Status? Talk about the campsite. Are you kidding me? Verarschst du mich gerade? Son of a bitch. Du bist ein Arschloch. Sie lernen es nie, niemals. Was meinst du? Von wem redest du? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. Ach, ich habe genug von diesen Bastarden. Es ist unglaublich. Passiert das hier oft? This is the third time this month alone. Das ist schon das dritte Mal, nur in diesem Monat. Anything else you notice in those woods?
irgendwas anderes, was du gesehen hast? Den Schrei erwähnen. A scream. Ein Schrei. Could have been one of those red foxes. They sound pretty much like a screaming lady at night. Okay. Muss einer von diesen Rotfüchsen gewesen sein. Sie klingen ziemlich genau wie eine schreiende Lady in der Nacht. Es war ein männlicher Schrei. I don't know what you're talking about, new guy. But I heard from the Rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. Ich weiß nicht, wovon du redest, Neuer, aber ich habe von den anderen Rangern gehört, dass viele Camper in dieser Gegend unterwegs sind in der letzten Zeit wegen dem Verschwinden der drei Kinder. Kinder sind in diesem Bereich verschwunden? About a month ago, they were hiking with their families. They went off the trail and just vanished. No trace of them since. Das ist ungefähr ein Monat her. Sie waren wandern mit ihren Eltern oder ihren Familien. Sie sind, sie haben den Weg verlassen und sind einfach verschwunden. Keine Spur von denen seither. Was hat es mit den Campern zu tun? Was ist mit diesen Kids passiert? Well, people have started spreading rumors that the area might be haunted by some entities. Nun, die Menschen haben angefangen, einige Gerüchte zu verstreuen, dass einige Wesen sich in dieser Gegend rumtreiben. Das ist verrückt, ich weiß. Du wirst wahrscheinlich denken, dass diese Gerüchte Leute davon abhalten würden und wegschrecken würden. Aber es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Manchmal wünschte ich nur, dass sie wahr wären. Nun, wenigstens weißt du jetzt, warum Mitch so schnell den Turm Nummer 11 verlassen hat. Unsettling heißt, das fühlt sich nicht gut an. Ich bin froh, hier diesen Dienst leisten zu tun. Naja, ich hoffe, du glaubst diesen Gerüchten nicht. No. Oh, absolutely no. Absolut nicht. Gut. Danke, dass du einen klaren Kopf behältst. Okay, ich werde die Verantwortlichen kontaktieren, sodass sie sich um die Standardsachen kümmern können. Als erstes morgen früh. Wir können diese Leute einfach nicht mehr tolerieren. Wenn sie finden, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass sie niemals wieder einen Fuß in diesen Wald setzen werden. Okay. Informiere mich weiter. Werde ich machen. Over and out. Over and out. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich meinen Bericht ausfüllen und zu Bett gehen, hä? Kann doch mal mit dem Fernglas ein bisschen gucken. Oh. Oh, ich kann nicht genug kriegen vor diesem Blick. By the way, guck mal, was ich hier zu Hause gemacht habe. Oh, Pizza, Pasta, Bake. Mom hat dasselbe Rezept heute gemacht. Mampf, Mampf, hehe. Nur dieses Foto anzusehen macht, dass mein Magen knurrt. Lass mich einfach dieses Rezept jetzt ausprobieren. Okay. Ah, Pizza, Pasta. Oh, jetzt muss ich wirklich ein Rezept machen. Ist das so? Wie lange soll das Spiel denn gehen? Aber egal. Hold right mouse button to use. So, ich will jetzt mal eben den Bereich mit der... Ich sehe da aber nichts. Warte mal, da hinten vielleicht. Was ist denn da? Da ist eine Dusche? Ist da eine Dusche? Das sieht aus wie eine Dusche. Eine Dusche im hinteren Bereich? Jetzt sag nicht der Dusch da. Warte mal. Kann ich nochmal runter? Ich komm da nicht hin.
Alter, der duscht da. Aber ich kann da nicht gucken. Vielleicht von hier unten? Nee, keine Chance. Da ist eine Dusche. Der ist da am Duschen oder so. Der nutzt diesen Turm. Zumindest ist er in der Dusche drin. Alter. Ich check's nicht. So, wir müssen die Pizza machen. Okay. Ungekochte Pasta, Marinadensoße, Peperoni, Mozzarella, Käse und geschnittene Tomaten. Was haben wir noch? Habe ich einen Kühlschrank? Tomaten. Nee, keine Bohnen. Okay, was noch? Mozzarella. Das ist kein Mozzarella, oder? Hackfleisch. Pepperoni. Warte mal. Place the ingredients in the casserole bag, 420 degrees in a Uncooked-Pasta, Marinadensoße, Peperoni, Mozzarella. Peperoni brauche ich noch. Sardinen. Mozzarella. Peperoni brauche ich jetzt noch. Crispy Pune. Oh nein, sie sind weg. Peperoni. Das war's, glaube ich, ne? Und ab in den Ofen. New guy, you there? Hey, naja, bist du da? New guy, you got me? Ja, Antwort. Was ist los? Ich habe ihre Ärsche den Verantwortlichen reportet. Was haben sie gesagt? Keine Sorge, die Agentur der Waldaufsicht wird sich morgen früh direkt drum kümmern. Ah, das ist befreiend. Ich hoffe, sie können sie finden und dann ins Gewissen reden. Gent. Okay. Ich werde von hier weiter beobachten. Sei wachsam für diesen Rauch, der durch die Gegend kommt. Das ist die Pflicht, die ich mir ausgesucht habe. Apropos Pflicht, ich sehe deinen Namen hier noch nicht. Hast du schon deinen Namen draufstehen? I was just getting to do it. Oh, ich habe es vergessen. Mach's besser. Mitch ist heute nicht hat heute keine gute Laune. Alles klar. Ich werde mich jetzt in die Federn hauen. Ich weiß, ein harter Tag, aber du hast einen super Job gemacht. Danke, Connor. Ist meine Ehre. Ich bin auch müde. Danke, Connor. Tower 12 meldet sich ab. Over and out. Good night, Connor. So, wir müssen unseren Report ausfüllen. Gucken wir mal zuerst nach der Windrichtung. 18 Knoten. Er pfeift nicht mehr. Und 49,5. Knoten
ist, glaube ich, immer noch clear, oder? Heikas habe ich keine assisted. Und wie war mein Name noch? Mike? Ich vergesse es immer. Mike, Jack Nelson. Jack Nelson. Ja, machen wir ihn mal weg hier. Jack fucking Nelson. Weiß nicht, ob ich... okay, was ist denn? Cloud? Alles klar. Jack Nelson. Okay. Tower 11. Connor Hawkins. Alles klar. Gibt es irgendwelche Updates hier? Help. Check. Update. Keine System Updates. Wir sollen ja das System immer aktuell halten. Ah, sehr schön. Ich erinnere mich an den Geruch des frisch geschmolzenen Käses. Ich mag es im Bett zu essen. Ich hoffe, keiner ist jetzt vor meiner Tür oder so. Ich war schon satt. Könntest du im Kühlschrank aufbewahren. Okay. Ach, eine Cola. Warum nicht? Der pfeift immer noch hier rum. Oh. So, soll ich schlafen oder was? Ach so, ich muss den Holzofen nochmal anmachen. Wo ist mein Holz? Holzi, Holzi, Holz. Pass auf, ich nehme mal mein Bärenspray mit. Man weiß ja nie, ne? Ach stopp, ich brauche mein Bärenspray oben. Ich muss ja das Holz tragen. Ah, okay. Ein bisschen Angst habe ich schon, ne? Fertig mit Duschen? Schnell wieder hoch. Machen wir den Sack zu, ne? Ich hab die Boards doch zugemacht.
Ach, auf der Seite noch. Alles klar. Verarschen? Jetzt aber. Okay. Schön. 2:27 Uhr morgens. Ich wurde von dem Gefühl aufgewacht, dass meine Augen aufgerissen hat. Da ist jemand draußen. Da steht doch einer. Und da kommt er rein. Er geht um die Tür. Ja. Wieso konnte ich denn nicht mein Bärenspray benutzen? Ach Mann. Something strange. Okay, warte mal, wir können hier weitermachen. Okay. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt und nicht die linke. Bärenspray. Taschenlampe. Okay. Bärenspray, keine Chance. Bärenspray interessiert ihn nicht. Das ist schade. Das ist schade, dass man das nicht machen kann. Also denke ich mal, müssen wir warten. Ich hätte jetzt gedacht, wir können dir mit dem Bärenspray so richtig eins in die Fresse geben. Und das war's dann. Was haben wir denn sonst noch so? Vielleicht können wir ganz schnell abhauen. Something strange that night. Vielleicht kann ich mich im Klo verstecken. Das bringt wahrscheinlich auch nicht viel.
Kann ich abhauen? Vielleicht zum anderen Turm? So einfach mal abzuhauen. Das ist ein alter Camper? Ich komme da nicht weg. Okay, ich komme da nicht weg. Ist er denn immer noch da oben? Wo ist denn der andere Turm? In welche Richtung? Oh, vielleicht kann ich ihm den Strom abdrehen. Nee, bringt auch nichts. Ich muss da, denke ich mal, nochmal hoch, oder? Oder kann ich hier lang? Ich soll die Taschenlampe mitnehmen. Vielleicht können wir in den anderen Tower flüchten. Aber wir können nirgends so weiter. Von wegen hier freie Entscheidung. Da können wir nach dem Bear Trail gehen. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Vielleicht kann ich Dingens anrufen. Vielleicht kann ich den Kollegen anrufen. Ich kann mich natürlich unten verstecken. Einfach hier drin warten. Ist er weg? Er ist weg. Er hat die scheiß Maske hier gelassen. Ich wüsste nicht, was ich in dem Moment machen sollte. Die einzige logische Sache, die ich machen konnte, ist Connor zu kontaktieren. Okay, wir hätten einfach gar nichts machen müssen.
Hannah, bist du da? Ich muss mit dir reden, das ist wichtig. Bist du da? Jetzt klingst du so wie Harley. Was passiert? Den Schädel erwähnen. Okay, ich sag dir was, Neuer. Ist vielleicht am besten, diese Kinder zu ignorieren, die mit dir rumspielen. Ich schätze, das ist das, was von dem Harley müde geworden ist. Ich glaube nicht, dass diese Kinder rumspielen. Was ist, wenn es nicht ein Prank ist? Diese Kinder können ganz schön kreativ sein mit diesen Pranks. Sie sehen zu viele Horrorfilme. Vielleicht dachten sie, es wäre lustig. Sieht so aus wie ein echtes Ritual. Das ist ernst. Verstehst du das? Lass dich davon nicht abbringen, Neuer. Wir sind mitten im Nirgendwo. Okay, hier ist was zu tun. Ich schicke jemanden vorbei, der nach dir sieht morgen. Okay. Jetzt erstmal nimm einen tiefen Atemzug, verschließe die Tür und versuch zum Ruhe zu kriegen. Wir können nicht viel in der Dunkelheit tun. Ist der Morgen da, bevor du es überhaupt mitbekommst? Versuch ein bisschen Schlaf zu kriegen. Nacht, Connor. Okay, lock the door. Es gibt nichts, was ich in der Nacht tun konnte. Ah. Da konnte ich auch gucken, aber wie kann ich die Tür verschließen? Kann die Tür nicht verschließen. Ja, einfach schlafen gehen, ne? Nacht 3. Den nächsten Tag bin ich aufgewacht und war so sicher, ob die letzte Nacht ein Traum war oder real. Connor hat versucht, es als harmlosen Prank von einigen Kindern darzustellen. Aber es gibt etwas in der Nacht, das einfach sich dunkler anfühlte. Es ist etwas Seltsames passiert in diesen Wäldern. 8.34 Uhr abends. Okay. Ich habe den Tag und die Nacht nur dabei verbracht, ein bisschen Wartungsarbeiten zu tun und die Wälder zu beobachten. Meine Paranoia vor diesen Wäldern nur gewachsen, nachdem was letzte Nacht passiert ist. Warum ist das so dreckig, das Fernglas? So kann ich das sauber machen. Ein Leuchtfeuer. Aus der Richtung. Ich muss nachsehen. Welche Richtung ist das? Welche Richtung war es? Ist jemand da? I need help. Ich brauche Hilfe. Please, someone answer. Bitte, jemand muss mir antworten. Oh, scheiße. Okay. Hello? Can anyone hear me? Hier ist Jack, Tower 11. Oh,
Thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Ah, oh, zum Glück. Ich habe mich verlaufen und ich fange so langsam an durchzudrehen. Tief durchatmen. Okay, tief durchatmen. Was ist deine Situation? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin raus, um die Gegend zu erkunden und habe einfach die Zeit aus dem Auge verloren. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Und jetzt ist es dunkel und ich kann mich nicht an den Weg zurück zu meinem Truck erinnern. I think I'm lost. Ich denke, ich habe mich verlaufen. Kannst du deine Kleidung beschreiben? Kannst du... What's the current location? What equipment do you have with you? I'm in the middle of the woods. On this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Ich bin in der Mitte der Wälder. Auf diesem Weg, der von Bäumen umgeben ist. Alles sieht anders aus in der Nacht. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. Ich habe gedacht, ein paar Flares, ein paar Leuchtfeuer in die Luft zu schießen, wird ein bisschen Aufmerksamkeit erlangen, aber keiner ist hier. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Alles, was es getan hat, ist die Bäume anzuleuchten und alles noch gruseliger zu machen. Ich will einfach nur hier rausfinden. Kannst du deine Umgebung beschreiben? Kannst du irgendwelche Gegenden in der Landschaft beschreiben? What direction are you facing right now? Passing a small stream earlier. Ich kann mich erinnern, einen kleinen Flusslauf vorbeigegangen zu sein. What direction? In welche Richtung gehst du jetzt? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Ich gehe nach Westen, weil ich habe mich erinnert, dass ich nach Osten gegangen bin, als ich hierher gekommen bin. Oh, thank goodness, I see it. Oh, zum Glück, ich sehe es. Was siehst du? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Okay, ich bin jetzt auf einer Weggabelung, aber ich kann nicht mehr erinnern, ob ich den rechten oder den linken Weg gehen soll. Kannst du mir helfen? Lass mich die Map ansehen und dann bin ich bei dir. Also erst. Hello? Are you still there? Both of these trails seem pretty similar. Beide diese Wege sind sehr. I'm so anxious about making a mistake and going further away from the road. Please help. Ja, ich gucke ja schon. Also zwei Weggabelungen. Er geht Richtung. Er ist Richtung Osten gegangen, weil er geht Richtung Westen. Tja. Split Rock, Spy Rock. Piggin Pass. Tja, er war bei einem Flusslauf. Hier ist ja eigentlich nur der Flusslauf. Ist er vielleicht hier? Dann sollte er den linken nehmen, oder? Keine Ahnung, ich sag einfach mal den linken. Keine Ahnung. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? I knew it. I thought it looked familiar. Okay, den linken. Ja, ich wusste es. Ich dachte, es sieht ähnlich aus. Jetzt scheint tatsächlich die Sonne hier rein. Ich hoffe, man sieht gleich nichts auf dem Dingens hier. Okay. Okay, ich wusste, ich hätte mir selber vertrauen können mit der Entscheidung. Danke, dass du mir geholfen hast. Entscheidungen im Dunkeln so durchzuwinken, kann schwierig zu sein. Ich hoffe, du kommst zurück zum Wanderstartplatz. Ja, alles klar. I'm right here. Ich bin genau hier. What do you mean? I hear you. Ich höre dich. I hear your whistles. Ich höre deine Pfeifen. I'm in my tower right now. What? I see you behind the trees to my right. Was? Ich sehe dich hinter den Bäumen. Das bin ich echt. You're freaking me out.
Holy moly. Was hat's so lange gebraucht? Tower 11 Supplies. Ich habe schon 2 Stunden geklopft. Ich wurde gefragt, für dich hier reinzugehen. Was hast du gemacht, Yoga? Ich habe einen verlorenen Wanderer assistiert. So spät? Sei Gott gnadevoll. Wie auch immer, ich habe hier den Vorrat für deinen Turm. Einfach nur die üblichen Sachen. Hier, nimm es bitte. Ich habe das Gefühl, ich kipp um, wenn ich es weiterhalte. Take supplies. Okay. Was hast du da gemacht in der letzten Nacht? Was meinst du? Im Norden. Warum warst du da? Ich will nicht in der Gegend herumschleichen, Junge. Ich musste ein Campfire untersuchen. Den Rauch von einem Lagerfeuer. Oh Gott, hab Gnade. Schreckliche Geschäfte da oben, Junge. Bobcats und Bears, ja. Sei vorsichtig da draußen. Diese Wälder sind nicht normal. Und es gibt Zeug da draußen, das würde ich gerne, ein Teil von dir gerne haben. Nicht zu erwähnen, dass du in der Nähe ziemlich weit weg von Hilfe bist, falls irgendwas passiert. Ich habe genug, um hier besetzt zu sein. Absolut. Ist ein beschäftigter Job. Okay. Ich habe gehört, dass du gerade um die Ecke warst. Ist alles okay? Oder beschäftigt warst? Mention the Skull. Den Schädel erwähnen. Oh, Gott, hab Gnade. Hast du ein Foto gemacht, bevor du es aufgeräumt hast? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Du weißt, das Beste ist, dass wir nicht über solche Sachen nachdenken, Junge. Nebenbei. Können wir eh nichts mit dem Beweisstück anfangen. Aber wie auch immer. Es wird spät. Ich gehe besser wieder zurück. Guck einfach weiter nach. Danke für die Vorräte. Okay, alles klar. Kann ich jetzt noch mit dem reden hier? Tja. Da hat der Pfeifer ihn wohl erwischt, was? Tja. Ich muss wahrscheinlich meinen Report ausfüllen hier, ne? Ah, 24. Okay. 24 und 57,5. Clouds. Wie heiße ich nochmal? Jack. Wieso kann ich da nicht 1 reinschreiben? Ach, 1. Okay. Cloud. Wie heiße ich? Ich vergesse immer, wie ich heiße. Wie heiße ich denn? Ich heiße Jack Nelson. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ja, keine Ahnung. Clear. Mist. Wind. Windig. Ja. Windig. Ja. Windig. Klar. Keine Ahnung. Wolkig. Okay. Dieses Ding nervt mich. So. Sollen wir jetzt schlafen gehen? Ah, ich muss wahrscheinlich noch Feuer anmachen, ne? Holen wir das schon mal. Ah, ich hatte Hunger. Soll ich die restliche Lasagne noch essen?
closed. Ich hätte wahrscheinlich den Rechten sagen müssen. Ach, ich hätte die Dinger hochklappen müssen. TS-Geräusche. Aber ich kann mich auf jeden Fall im Klo verstecken. Ah, jetzt bräuchte ich die. Jetzt bräuchte ich die. Ich hol mal Holz. Dude. Du hast mir gerade... Wer bist du? Kein Grund Angst zu haben. Ich bin ein Arbeiter. Ich habe mir nur meine Routinewartung gemacht hier. Auf dem Radio Tower. Ich dachte, ich sag mal Hi zu dem Neuen, über den alle reden. Was ist dein Name? Namen sind bedeutungslos. Kenn mich Silas, Yellow. Nice to meet you. Arbeitest du immer so spät? Jeden Sonntag. Ich versuche einfach nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Wir müssen sicher gehen, dass die richtige Nachricht an den richtigen Orten steht. Willst du nicht sagen? Genau. Feuerrisiko sind sehr hoch diese Saison, richtig. Absolut. Aber einige Feuer sollten weiter brennen. Und keine Menge der Prävention kann sie aufhören. Was meinst du? Die Natur hat ihre eigenen Pläne. Einige Dinge können nicht kontrolliert werden. Egal wie schwer wir es versuchen. Und manchmal sind Desaster eine andere Form der Reinigung. Ein Weg für das Land, sich selbst zu reinigen. Ich sollte jetzt zum Tower zurück. Es wird spät. Ich sehe dich in der... Wir sehen uns, Silas. Eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut. Aber denk dran. Neugier kann dich zu Orten führen, wo du nicht hingehen solltest. Viel Glück, Jack. Gute Reise, Jack. Tja, das ist doch der Dingensmann. Das ist der Schaufelmann. Wo geht der Schaufelmann jetzt hin? Okay, er hat mir eine klare Nachricht gegeben, dass ich nicht in die Richtung gehen sollte, wo ich eigentlich hingehen soll. Aber das ist egal. Wir sollten auf jeden Fall das Bärenspray mitbringen. Nehmen, aber es bringt ja nichts scheinbar. Es bringt einfach nichts. Alles klar. I see the smoke coming out of your tower. Don't tell me you're not in there. Ich sehe den Rauch, der aus deinem... Sag mir, du bist nicht da. New guy. Naja. You there? Bist du da? Natürlich bin ich hier drin. Wo soll ich denn sonst sein? Ach so, ich fühle mich nicht wohl dabei, die Tür mal zu machen. You copy now. Ich bin hier. Finally. Endlich. I'm trying to reach you for a while now. Versuchst du die Zeit zu erreichen. Wo warst du? Ich war unten und hab Holz geholt. Ich hab Silas unten getroffen.
Wen hast du getroffen? Der Typ, der hier in der Nähe die Radio Towers wartet. Is this about yesterday? Geht's hierbei um gestern? Was meinst du? Willst du mich jetzt in die Falle locken? Was meinst du? Der Radio Tower ist ja außer Betrieb seit Jahrzehnten. Er wurde schon vor Jahren zugemacht, nachdem Blitz eingeschlagen hat und die Reparaturkosten waren zu groß. Soll erst repariert werden, sobald die nächsten Finanzierungen eintreffen. Was nicht so bald passieren will. Zu wem habe ich dann geredet? Wenn du sagst, dass das wahr ist, was du gesagt hast, es könnte einer von diesen Typen sein, die sich versucht haben zu verarschen. Er wusste meinen Namen. Er wusste deinen Namen? Denkst du, er hat zugehört oder hat sich abgehört? Möglich. Either way, disguising as a staff member is strictly forbidden according to park guidelines. Mhm. Sich als Mitglied hier auszugeben ist streng verboten anhand der Richtlinien des Parks. Next time you see him, get his information or take a photo. We need to figure this out. Das nächste Mal, wenn du ihn siehst, dann hol deine Informationen ein und mach ein Foto. Wir müssen rausfinden, wer es ist. Anyways, sicher. I'm seeing that you've already reported. I think I'm gonna hit the sack now. Ich sehe, dass du schon einen Report geschrieben hast. Ich denke, ich werde jetzt in den Sack hauen. Good night. Tower 12, signing off. Over and out. Gute Nacht, over and out. Alles klar. Ja, mehr kann ich da ja nicht tun, ne? Also er sagt, manche Feuer sollte man brennen lassen. Ich denke mal, ich werde mich erstmal hinlegen und werde darüber nachdenken. Runter, runter. Das passiert mir immer wieder. So. Mal sehen, was jetzt passiert. Mein Unwohlsein fing an zu wachsen mit jedem Tag, der voranschritt. Also, als ich mich ausgelockt habe diese Nacht, habe ich mir selbst gesagt, dass es einfach nur die Umgebung sich geändert hat, in die ich durchgehen muss. Das Seltsame, was ich sehen würde, soweit, sind nur die Wälder und sollte noch keinen Alarm auslösen. Wie auch immer, es würde sich bald ändern. Zwei Nächte später. 9.18 Uhr abends. Oh, es regnet. Hey, hast du eine Minute? Was ist los? Good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. Ah, ich habe Nachrichten aus dem Hauptquartier. Sie sagen, ein neues System Update für den Computer. Mitch wanted me to let you know. They say it's an important security update. Das wirst du wissen. Es gibt ein wichtiges Sicherheitsupdate. No more snoopers, I guess. Keine Schnüffler, schätze ich. Danke, dass du weißt. Worum geht's dabei? They say they've optimized the reporting software, improved the communication system, and some much-needed security patches. Naja. Haben alles verbessert, Kommunikationssystem verbessert und Sicherheitspatches eingespielt. It all looks the same to my eyes. Wenn du mich fragst, sieht alles gleich aus. Well, wie aktualisiere ich den Computer? All this new technology, it's not really my thing. Um ehrlich zu sein, all diese neue Technologie ist nicht wirklich meine Sache. Ich wage es kaum zu sagen, aber ich glaube, die Computer werden alle irgendwann unsere Jobs wegnehmen. Benutze die Konsole, um das System-Update zu machen. Ich
bin sicher, ein junger Typ wie du wird das rausfinden. Bin dran. Check update. 3 updates found in total. Update for service. Update for Rainbow S. Security patch. Package Version. Okay. Ja, da muss ich Update sagen, ne? Update. Please enter the Update Package Code. Was? Fünf, vier, sechs, acht oder was? Invalid Package. Try again. Ach da, Package Code. 4, 3, 4, 6, 0, 8, 4. Package found. Please busy lines service service lines. Line not available. Busy lines. Ah ja. Dein System ist jetzt up to date. Oh. Oh nein. Power is out. Na, was ein Glück. Spray. Und Taschenlampe. Kein Benzin mehr. Ich muss meinen Bärenspray wiederholen. Ich musste wirklich pinkeln, bevor ich wieder hochgehe. Na gut. Okay. Eine Woche später. Die Zeit flog nur so umher. Connors Generator war in Erwartung, was meinte, ich musste seinen Bereich auch für die nächsten 2 Tage im Auge behalten. Als dann keine Feuer waren, war die einzige Sache, die ich machen musste, ist 2-mal bei Connor vorbeizusehen am Tag. Das ist wahrscheinlich die einzige Zeit, wo wir geredet haben. Außer, dass ich mit mir selber geredet habe. 2.34 Uhr morgens. We got another one. Wir haben schon wieder einen. Ich weiß, es ist spät, aber musst du das ansehen, Jack. Seufz. Jack. Du musst aufwachen. Na, mal sehen. Na, warum komme ich denn immer hier auf den Computer? Jack, you copy? Bin hier. I tell you what. I don't have the energy to do this right now.
Okay, ich sag dir was. Ich habe jetzt keine Energie, was zu tun. Was passiert? Ich reiß mir den Arsch auf und arbeite in diesem alten Scheißhaufen von Generator. Und jetzt sehe ich das hier. Ich sehe einen weiter Rauch westlich von mir. Sieht aus, als ob wir einen neuen Camper haben. Scheint in deinem Sektor zu sein. Kannst du das Feuer von deiner Seite aus sehen? Ich werde nachsehen. Weißt du was? Ich will mich damit nicht rumschlagen heute Nacht. Ich lasse mal, du musst das machen. Wenn sie diese Nacht nicht wieder wegräumen, mach ein Foto von denen und nimm ihre Ausweise an. Und wenn es schlimmer wird, ruf das Hauptquartier an für Hilfe. Gib mir nächsten Morgen früh Bescheid. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Okay. So, ich nehme jetzt hier schon fast 2 Stunden am Stück auf oder so. Über 2 Stunden. Ich muss auch mal eben auf Toilette. Dann geht's hier gleich weiter. So, da bin ich wieder. Der Typ hat ja gesagt, wir sollen nicht nachgucken. Westlich. Da vorne, auf der anderen Seite des Sees. Okay, was für ein Arsch. Wo ist denn mein da? What the hell? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der einzige sichere Sinn macht zu dieser Zeit war, Beweise zu sammeln. Oh, war natürlich Blitz. Jetzt kommen sie. Soll ich runterrennen? Das ist doch ärgerlich, sowas. Vielleicht müssen wir mehr Beweise machen. Nee, müssen wir aber nicht. Vielleicht brauche ich das Spray. Ja, jetzt müssen wir alles nochmal machen, ey. 12:34 morgens. Ja, okay. Ich denke, wir müssen uns dann unten irgendwie verstecken in der... Ja. Okay, alles klar. Okay, das brauche ich nicht. Ich sollte das Bärenspray noch mitnehmen.
Ist natürlich dumm, dass er den Blitz anhat. Kann man ihn irgendwie ausstellen? Da kommen sie, so schnell, du. Müssen wir den losrennen? Das ist doch kacke. Wahrscheinlich, wenn er ganz weit hinten ist oder so. Oder müssen wir warten, bis er weg ist? Wahrscheinlich müssen wir einfach losrennen, ne? Und uns unten irgendwie verstecken. Es ist halt doof, dass du alles wieder nochmal machen musst. Na gut, komm, let's go. Oh, kann auch was on the radio. Wenn du hier nichts machst. Die Frage ist, was machen wir? Sollen wir... Vielleicht können wir uns doch einfach wieder hinlegen. Und können einfach nichts machen. Ich versuch's trotzdem mal. Ich muss wahrscheinlich da warten, bis er... Aber vielleicht sieht er mich im Fenster nicht. Das ist doch doof, ey. Was gibt's denn sonst noch? Ich kann ja nicht dabei das Ding springen, ne? Und abhauen, oder? Ich muss an der scheiß Tür vorbei. In der Realität wird er einfach über das Geländer springen und wäre fertig mit der Sache. Und wäre weg. Das will ich ja gar nicht, das will ich. Das geht mir auf den Sack, du.
Fahrlicht an. Gucken, ob er uns hier sieht. Da kann ich nicht drüber. Rum. Also wie soll man da wegkommen? Oder eine Weile warten, bis er irgendwie... Er macht ja jetzt dann da, geht nach da. Ich denke mal, man muss eine Weile warten, wenn er drin ist. Das wird ein langes Video. Vor allem, wenn man hier immer wieder diese Scheiße machen will. Oder muss ich es wirklich mit dem Bärenspray machen? Aber ich glaube nicht, weil er einen ja sofort... Weil er einen ja sofort hat, ne? Ich denke mal, wenn er hier steht... Keine Ahnung, wie man da vorbeikommen soll. Ich bin stuck. So, ich glaube, die Lösung ist, wir müssen uns unterm Bett verstecken.
Keine Ahnung, wie er das gehört hat. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay. Jetzt einfach nur weg hier. Hab ich's geschafft? Abgeschlossen, okay. Schoss rein. Ich habe das Gaspedal getroffen und bin zu der nächsten Ranger-Hütte gefahren. Ganz außer Atem habe ich das Hauptquartier angerufen. Look, Jack. Sieh, Jack. Wir werden alle ein bisschen verrückt da draußen, hat Mitch geantwortet. Nächsten Morgen haben die Verantwortlichen eine kleine Untersuchung der Gegend durchgeführt. Natürlich haben sie keine Zeichen, Hinweise dazu gefunden. Keiner hat meine Geschichte geglaubt und dachte, es wäre ein Produkt der Isolation gewesen, Einbildung. Mach einfach weiter damit, nach Feuern Ausschau zu halten. Hat Mitch gesagt. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich jeweils meinen Fuß in diese Wälder gesetzt habe. Das Unwohlsein steckt immer noch tief in meinem Magen. Selbst nach all den Jahren, die vorbei sind, hat die Erfahrung steckt immer noch tief in meiner Erinnerung. Meine Familie dachte, ich habe mir die ganze Sache nur ausgedacht.
was einfach nicht ja, mein Charakter entspricht. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Real oder nicht, wenn die Dunkelheit eingetreten ist, können diese Wälder ja, perfekt sein für illegale Aktivitäten. Also wenn irgendjemand von euch plant, da campen zu gehen, seid sicher. Fühlt euch sicher. Das war's. Okay. Ende. Survivor, survive through the woods. Alles klar. Tja, thank you for visiting den wunderbaren Start, weiß nicht was. Ja, das war Episode 4 von Fears to Fathom. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Sehr gut sogar. Einer der stärkeren Teile wieder. Vor allem lang, sehr lang. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war diese Szene zum Schluss, die man immer wieder machen musste, diese Escape-Szene. Da war mir einfach nicht klar, was man machen musste. Also, ich finde, man hätte da ein bisschen flexibler sein können, wie man hätte entkommen können, ne? Du musstest aber komplett diesen Pfad durchmachen, dass du dich unter dem Bett versteckst, wartest, bis er quasi da oben steht und dann abhauen. Und dann war eigentlich klar, dass du dich schon unten verstecken musstest, weil das haben wir ja schon vorher gesehen. Ja gut, das war Ironbark Lookout. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei bei der Episode 5. Mein Gott, Episode 5. Ich kann mich noch erinnern, wie die erste Episode war. Ich hoffe, es gibt weitere spannende Geschichten und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao.